Hier herzlich willkommen heiße zur 7. Kunststernausstellung zum Thema Provokation und zur 4. Matinee. Heute haben wir etwas ganz Besonderes, nämlich unser Hauptprogramm bei der diesjährigen Matinee ist Rolf Arno Specht, der gleich genau zum Gegenteil von Provokation etwas über Heimat und Liebe vortragen wird. Also sehr konträr. Ich möchte dann noch darauf hinweisen, dass natürlich eine kleine künstlerische Pause stattfinden muss. Und wir haben ja oben, das heißt unsere Künstlergruppe, haben wir oben auch einen Ausstellungsraum und dort hängt auch was zum Thema Provokation. Und vielleicht wäre es schön, wenn Sie diese Pause nutzen würden, um sich oben die Ausstellung auch anzuschauen. So, dann einmal haben Sie vielleicht auch schon gesehen, wir haben so im Raum verteilt ein bisschen was vorbereitet. Also es ist alles Selbstbedienung, scheute sich nicht, sich ein Prosecco zu nehmen, Wasser, Kaffee, Tee. Unten drunter sind so Kisten, da können Sie sowohl den Müll als auch das schmutzige Geschirr reinschmeißen. Für die Raucher von Ihnen, ich weiß ja, es gibt ja nach wie vor noch Raucher. Die letzte Tür hinten führt zur Rampe. Da haben wir jetzt so ein Hölzchen hingemacht. Also wenn jemand das Bedürfnis hat, zwischendurch zu rauchen, kann er das ganz hinten tun. Das Wetter ist heute leider nicht so schön, aber ein Raucher scheut ja nichts. So, und ich glaube, das Wichtigste habe ich jetzt gesagt. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel, viel Spaß mit Rolf Arno Specht. Ja, und uns allen eben viel Vergnügen. Danke.